So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück, Assassin's Creed 3. Nach dieser letzten 4 Stunden Aufnahmesession, ich würde sagen, heute, ganz ehrlich, es geht rund. Es geht richtig rund, ja. Sag, wir kontern erstmal den Shit out of you, ja, Amigo. Du stehst noch, das machen, das wollen wir nicht. Geh weg. Hör auf, Dinge zu tun, weil die irgendwer hat geschossen. Alter, jetzt da wieder dieses Konter-Konter-Problem. Ich hätte mich mal schlau machen sollen. Scheiße. Meine Fresse. Warte, irgendwer will schießen. Warte. Aua. Meine Fresse. Ja, komm, schau mal hier. Da geht's richtig rund, ey. Da rasten die alle richtig aus. So. Probier einfach mal, wenn die kontern wollen, einfach weiter E zu drücken. Komm. Zack, jawohl, der sitzt. So. Warte mal, was war mein... Sollte ich eigentlich entkommen oder soll ich die alle schlagen? Zack, und der nächste. Boah, geschlitzt. Geschlitzt haben wir euch, Kinder, ey. Das soll wohl ein Panzerkörnchen. Out. Ich will weg hier. So, dann klettern wir lieber weg hier. So, ich... Aua, Hilfe, Hilfe. Erstmal eine Runde erholen, ey. So, jetzt ist die Frage. Dürfen wir uns erstmal hier erholen? Ich habe gar keinen Bock, so richtig noch eine zu kassieren. Aber das war... Unser Missionsziel steht doch bestimmt da. Nee, warte, da... Bla, nee. Nee, okay. Gut, weiß ich nicht. Ich glaube, ich sollte dann doch nochmal angreifen. Boah, Glück gehabt. So. Frage ist, komme ich hier noch irgendwie rüber? Bei so eine Luftattacke hätte ich jetzt echt Bock drauf irgendwie. Mal richtig drauf zu gehen hier. Sollte sich noch jemand anbieten als freiwilliges Opfer? Zack, jawohl. Und weiter geht's. Können uns alle mal, ey. Du Opfer. Zu schnell für dich. Warum hat dieser Konter nicht gesessen? Kann ich ein falsches Konter-Timing haben? Ja, ich bin meine Großmutter. Das könnte sein. Ja, ich bin doch hier, Freundchen. Ich weiß es nicht. Zack. Wie kann mir ein Gegner allein so viel Schaden machen? Das ist doch Wahnsinn. Das ist ja Blasphemie, ey. Aua. Au. Und schon flieht er wieder. Da rennt er wieder ganz schnell, ja? Let's run, bitch. Ach, Kackpferd, ey. Okay, ich muss hier raus. Ich muss mir ein paar Assassin's Creed Videos geben, um die Kampfrechte zu kriegen. Weil was ich da momentan falsch halte, ist ja miserabel. Das kann es ja so erstmal niemandem anbieten. Weder erstmal noch überhaupt irgendwann anders. So anonym werden. Bam, 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 bam. Machen wir synchronisiert hier. Hilfe. Da, Hilfe. Moment, gleich. Wunde. So, jetzt. Ah, komm. Gehen wir mal weiter hier. Egal was, wir haben es super gemacht. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn. Mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen. Und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang.
Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Was ist es? Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut, ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so... Oh, ist aber ein bisschen aggro hier, Kind. Das finde ich nicht gut, ja? Das kann ich so nicht gutheißen. Aber wir haben erstmal unsere kleine Taxifunktion. Oh, ich feiere es immer noch. Ich feiere es immer noch so sehr... Will ich da hin? Ja, ich will da hin. Ich denke, ich will da hin. Okay, ich will da nicht hin. Scheiße. Will ich? Was ist denn das? Genau wie das da unten. Hilfe. Hingebein Sklunker. Da ist noch einer. Hingebein Mission. Grenzland. Ich glaube, ich mache erstmal, holen erstmal seinen alten Klunker da ab. Kleiner Sonntagsspaziergang, ne? Warum denn nicht? Einmal hin und zurück. War das Hinkelbein, war es der komische Piratentyp da? Ich weiß es nicht mehr. I don't really remember. War zwar erst vor 2 Tagen die Aufnahme, aber ist ja egal. Nein, ich korrigiere mich. Vor 3 Tagen, Entschuldigung. Vor 3 Tagen. Ist dann doch schon etwas länger her. Naja, nicht ganz. So, einmal klettern. Hast du Bock? Hast nicht so Bock, ne? Nein, natürlich nicht. Das würde ja beinhalten, dass du arbeitest. Und das wollen wir doch alle nicht. Nee, du willst echt nicht. Also klar muss es die Felswand noch hergeben, aber komm schon. Komm schon, stell ihn doch nicht so an. Kann doch auch spiegelglatte Felswände hochklettern. Wenigstens mal versuchen, ja? Gib it a try. So, da, das sieht doch gut aus. Ja, oh ja, sieht ja geil aus. Ich sehe nichts. Ja, Sag, Leertaste. Sag, Wurmsbums. Ganz ehrlich, Kinder. Not impressed. Hatham Kenway. Was, Hatham Kenway? Was? Connor not impressed. So, war da noch einer? Nee, Connor not impressed auf jeden Fall. Ich würde sagen, Kletterpartie jetzt aber. Weiß, oh, das sieht da prädestiniert aus. Dankeschön. Ob das sich anstellen wie sonst was, aber dann auf einmal geht das alles. Meine Güte. Trotzdem frage ich mich, war Hinkebein der komisch... Ja. Willst du mich eigentlich angreifen oder nicht? Du willst nicht recht, habe ich das Gefühl. Ja, gut, ne? Was willst du machen? So. Müssen wir einmal häuten. So, muss ich also nochmal zu den Typen da unten. Beschädigter Wolf. Uiuiui. Piss dich doch an. Meine Fresse. So, wo sind die anderen Wölfe? Gibt's sie noch? Oder hat sie schon im Despawn? Also, sind die schon despawned? Scheint so. Na gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Auswirkungen hat oder nicht. Ich meine, hey, ich habe den Wolf nicht gehäutet. Wow. Wow. Das ist ja Wahnsinn. Ein leichtes Kopfschütteln. Ein leichtes, aber ein sehr leichtes natürlich nur. Ich ignoriere das jetzt einfach mal, diesen Hinweis, wenn ich da auf die Fresse bekomme. Was? Wenn ich dann auf die Fresse dafür bekomme, dann werde ich es bedenken. Zack. Na ey, Mann, Wolfspilz.
abends vorm Fernseher sitzen, erstmal schön leckeres Wolfspilz trinken. Naja. Ah, oh, jetzt nicht schon. Was wollt ihr denn eigentlich alle? Ah, du bist dieser Buggy-Wolf, der mich nicht angreifen kann, ne? So, einmal nachladen bitte. Komm, bleib mal stehen, du altes Kacken. Meine Fresse, war ja nicht so schwer. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn es so oft passiert, dass ich mich heute... Wird desynchronisiert einfach. Frag mich nicht warum, aber genau so ist es doch. Müssen wir gar nicht erst diskutieren, warte. Oh, schöner Sprung. Schöner Sprung! Was ist halt Wahnsinn, ey, was ist halt Wahnsinn. Ich frage es nur noch, wie kommen wir jetzt da hoch, wenn alles voll mit Büschen ist. Können wir weiterklettern? Ja. Können wir da irgendwo hoch? Nein. Nee, können wir nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich kann doch wohl durch so einen komischen Nadelbaum da durchgehen. Oh, das ist der feine Connor hier, ein bisschen zu edel dafür, oder was? Ja, sowas würde er nie machen. Na, ich weiß ja nicht. So, dann geht's auf jeden Fall wieder rüber. Jawohl, jawohl, jawohl. Und hallo. Hallo. Danke. Es gibt, glaube ich, schönere Orte für einen Kletterausflug als hier so eine krass steile Felswand. Krass steile Felswand. Nicht krass feile Stelzwand. So. Bedenken. Ach, die Klunker in der Siedlung. Das waren die, okay. Vermerkt. Das, warte. Da war unten war so ein Nahtlaufen, ne? Das ist einfach zu prädestiniert zum Springen. Komische Vögel, geht weg. Jawohl, Nahtlaufen. Zack, Bums. Die einzige Frage ist, wie komme ich jetzt zurück nach Hause? Habe ich eine Karte? Q, Z, G, H, E, A, F, N. Was? Ach, das war dieses komische... Ja, da war ja was. Da war ja was, Kinder. Dieses, das hatten wir ganz am Anfang bei Hathem. Wie heißt es? War irgend so ein komisches Auge. Was weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ist mir auch egal. Warte, da ist ein Wolf irgendwo. Attacke! Zack, und der nächste. Ich komme mir immer so unproduktiv vor, wenn ich irgendwie so Spaziergänge mache und dabei komische Kisten einsammle. Nur weil die Kisten einfach überall in diesem scheiß Land verstreut sind. Ja, das finde ich auch nicht gut irgendwo. Und trotzdem, ich meine es schön, dass ich mir einen Punkt setzen konnte, man, aber so eine Karte wäre auch geil. Aber vielleicht geht es nur mir so, aber ich wäre da ganz schön dafür. Dass ich auch mal gucken kann, wo ich überall hin kann. Bin ich sowieso wieder der Einzige, aber... Oder ich weiß, wahrscheinlich weiß ich einfach nicht, wie die Karte aufgeht. Das wird sein. Das ist am wahrscheinlichsten. Ja, ekelhaft. Ja, ganze Ekelmatsch da, ey. Was? Vielleicht gebe ich das Holzfällen auf und werde Fischer. Das ist kein ungültiges Ziel. Das ist ein scheiß Siedlungsbewohner, du Kack-Game. Aber immerhin sind wir bei Siedlung, ist auch mal ein Anfang. Das ist, Alter. Ach, macht doch, was ihr wollt, ganz ehrlich, mir egal. So kann ich hier Dinge tun. So, hallo. Analysieren, reden, mach irgendwas. Mach einfach was. Du musst Connor sein. Wir warten schon lange darauf, dich endlich zu treffen. Ich bin Catherine und das ist Diana. Wir sind die Frauen der beiden Holzköpfe, die Bäume fällen. Wortwitz. Wir haben so viel von dir erzählt. Schön, dass wir dich endlich kennenlernen. Ist mir ein Vergnügen. Wir sprachen gerade darüber, wie schön diese Gegend ist. Hier am Fluss und niemand lebt stromaufwärts. Ganz ehrlich, Godfreys Brief machte mich misstrauisch. Aber jetzt, wo ich hier bin, muss ich sagen, ich bin froh. Vorher lebten wir nördlich von Champlain in einem Wirrwarr aus Felsen und Brombeeren. Schrecklich. Es ist schön, zur Abwechslung mal auf den Hügel und ins Meer gehen zu können. Eure Männer halten euch auf Trab.
damit kommen wir schon klar, Connor. Die Jungs glauben, sie hätten die Hosen an, aber die wahren Herren stehen gerade vor dir. Ohne Zweifel. Boah, was für ein sarkastischer Unterton wieder, ey, Wahnsinn. So war wie, war, wo,